Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Majora's Mask. Okay, cool. Habt ihr seine Augen gesehen? Die waren spannend. Also ich muss noch davor rollen. Jetzt kriege ich die Dinger da unten. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt ernsthaft durchrollen? Ich werde hier verzweifeln. Das schon mal erwähnt. Oh, das ist eine Fee. Ich sollte mir noch eine Fee in meine Dings packen. Ich sollte mir eine Fee mitnehmen. Ah, ansonsten werde ich verzweifeln. Okay. Ist da auch noch eine Fee? Nee, das sind Pfeile. Das wird spannend werden. Wir sind noch nicht mal in den Tempel. Und ich werde einfach nur verzweifeln. Total. Piki Bären, ja. Da war, glaube ich, die Fee. So. Wir haben eine Fee, Leute, wir haben eine Fee. Du hast eine Fee gefangen, dieser kleine Helfer. Stell deine gesamte Energie wieder her. Wenn er dein letztes Jahr Herz anbiest, platziere die Flasche auf 10 Jahre. Verstanden. Selbes Prinzip wie immer. Dann nehmen wir jetzt. Dann heile mal. Weiß ich nicht. Das Dungeon-Item vom Vorgänger ist meistens dann eine gute Lösung im nächsten Dungeon. Alter, wie der immer schreit und sein Maul aufreißt, das ist doch nicht normal. Das haben sich die Entwickler gedacht. Hier jagen wir am besten so kleinen Kindern voll viel Angst ein. Ich werde dich verzweifeln. Bisschen nach Torstuhl. Schau, dass ich so ein bisschen Fall noch habe. Okay, da müssen wir hoch. Okay. Ich hätte gerne das Herz da. Okay, ich schlage genauso wie ein Wolf zu. Das ist halt auch was, was man nicht machen möchte. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber man kann es schlagen. Sind es irgendwelche Eisgeister? Okay, ich glaube, ich muss da einmal rumrollen. Kann ich bitte da einmal rumrollen? Das wäre voll nett. Alter, lass mich doch in Ruhe. Bitches, lass mich in Ruhe. Ja, Eisgeister hier. Wow. Ich glaube, wir gehen da vielleicht doch zu Fuß. Lass mich in Ruhe. Warte, da ist ein Tor. Schauen wir mal da rein. Vielleicht ist das ja der Eingang. Nein, das ist die Quelle von dieser verlorenen Fee. Ich vermute, weil es grün ist, dass es entweder Hoffnung ist oder Verteidigung. Oh, junger Freund, bitte höre unsere Feen. Öffnen, rette die Feen, die in den eisigen Kavernen des Hibernia-Tempels gefangen sind. Die Feen sind von gleicher Farbe wie wir. Bitte bring sie hierher zurück. Okay, ja, das werden wieder 15 Stück sein, die wir suchen müssen und verzweifeln werden. Okay. Wir müssen da jetzt hoch. Okay, da kommen wieder unsere Freunde, die Eisgeister. Ich denke, es ist bevorzugt, dass du rollst, aber wenn du es nicht kannst, glaube ich, kann man auch rennen. Es sind ja nur kleine Schneebällchen. Ja, ganz ehrlich, wie soll ich denn da noch rollen? Lieber lasse ich mich ja einmal treffen. Und lauf dann weiter. Ach, boah, das war knapp. Ja, da kommt wieder einer. So, da oben habe ich es, glaube ich, dann schon geschafft. Ha! Aber zerschlagen, wenn er sowas entgegenkommt.
Okay, ich glaube, wir haben den Eingang der Höhle gefunden. Oh mein Gott, wir sind tatsächlich im Pikibernia-Tempel. Okay. Muss ich da jetzt das Lied spielen? Wir müssen safe das Lied spielen. Ich denke, es ist die Lösung. Nicht um, sind einfach voll viele Gegner. Ich krieg doch all meine Ruhe. Das ist zu groß. Es bedarf mehr als normale Kraft. Achso, es bedarf mehr als normale Kraft. Das sollten wir hinkriegen. Wir sind ja ein bisschen kräftiger geworden. Oh, cool. Okay, vor uns ist jetzt eine rote Tür. Also ich denke auch, dass es hier gewollt ist, dass man mit Goron kämpft, einfach weil die stärker sind, habe ich so immer das Gefühl. Okay, das gehen wir erst nach rechts. Okay, wir gehen nach rechts. Komm, wir gehen nach rechts. So ist er. Okay, da unten ist schon mal eine Fee. Oh, was will Taya schon wieder? Auf rutschigen Stellen wie dieser empfiehlt es sich, dem Pfad der Goron-Form entlang zu rollen. Versuch's doch mal. Okay, also ich soll da einmal durchholen. Also ich muss ja eh drüber jumpen. Wie soll ich sonst da drüber kommen? Okay. Unten ist eine Fee, warte. Wir nehmen das jetzt ab. Und dann brauche ich noch mal eine Feenmaske und ich will alle Feen heute finden. Ich möchte in diesem Tempel alle Feen haben. Das ist so Ziel. Hey, cool, ich habe eine ganze Reihe voll. Dingsies. Wenn ich da vielleicht ein bisschen geschickter stehe, kann ich da, glaube ich, hinschießen. Yay, ich hab's. Komm her, Barfuß, komm her. Yay, eine verirrte Fee, das ist Nummer 1. Nice. Okay, habe ich dann noch irgendwo eine Fee? Gibt es noch sowas Süßes, gar nichts rum? Man weiß ja nie. Hier ist zumindest gerade nichts. Obwohl, da unten. Doch, da unten sitzt eine fest. Seht ihr das? Da unten ist eine. Ich denke, die kriege ich auch kaputt geschossen. So, jetzt. Nice. Hey, komm her. Ja, geil. Zwei Feen haben wir schon mal, ne? Okay, P Nummer 2 haben wir auch schon. Ich denke, wir haben uns nicht allzu blöd eingestellt. Oh. Ja, gut, manchmal stelle ich mich natürlich auch zu blöd an. Was ist das? Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich die mittleren. Alter, geht das da hoch? Ich suche einen Kompass oder so. Gab's denn nicht noch eine andere Tür, wo man lang kann? Ne? Kann ich doch rüberjumpen und dann können wir doch da mal hintergehen. Das sieht doch spannender aus. Wird. Treppe hoch. Hey, was sind das für Bombenviecher schon wieder? Ja, schon mal gesehen. Okay, zerroll die mal. Ja, zum Hochklettern. Da oben sind Stacheln. Brauche ich die jetzt wohl nicht. Ich hätte gern so einen Kompass, so eine Karte hätte ich gern. Da ist eine Schatztruhe. Da kann sowas natürlich drin sein, natürlich. Ich habe die Karte gefunden. So, jetzt können wir schon mal schauen, wo wir sind, wo wir hin müssen und uns so einen Plan machen. Und dann wissen wir auch, wissen, wie groß der Dungeon dann wohl sein wird am Ende. Okay, was? Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke. Gut, wir sind in diesem Raum.
Schön, da kamen wir rein und sind wir nach rechts. Sehr schön. Heilige Scheiße. Also es sind große Räume und nicht allzu viele, aber große vor allem. Okay, da ist eine Fee. Komm her. Bei Fuß. Komme ich da irgendwie weiter? Oder muss ich dann doch? Ja, ich glaube, ich muss zurück. Okay. Wir gehen dann wieder nach unten. So, und jetzt gehen wir nach. Jumpen wir erstmal hier rüber. Ich finde seine Moves hier voll cool, wie er jumpt immer. Das war im ersten, also in Ocarina of Time. Ich sage immer ersten und zweiten Teil, aber das ist einfach zwei verschiedene Spiele. Ich finde immer, dass Majora's Mask ein bisschen der Abklatsch ist von Ocarina of Time. Gehen wir gleich zu dieser Tür hier? Sollen wir da gleich hochgehen vielleicht? Okay, oder runter, runter ist es. Es ist ein Keller, wie es aussieht. Okay, jetzt sammeln wir erstmal hier so ein bisschen Stuff. Ist ja auch nie verkehrt. Also wir haben schon mal die Karte. Das ist schon mal ein Anfang. Gibt es hier auch Kompass schon, oder? Und okay, da sind so ein paar Feuerviecher. Da ist irgendwie so ein Zeichen, als wenn wir da was spielen sollten. Es wirkt, als wenn man da was spielen sollte, aber ich weiß nicht was. Okay, da ist ein ganz fettes Ding. Ich weiß nicht, ob das so ist, wie mit den anderen Goron-Dingen, dass man sich da draufschwimmen sollte. Ich setz mal auf meine Goron-Maske auf. Okay. Okay, cool, da gibt es bestimmt ein Schlüsselchen. Ah, ich kann mit den Corona auch ohne Probleme durch Lava gehen. Das ist auch nice. Eine verirrte Fee, eine verirrte Fee, eine verirrte Fee. Cool, damit habe ich schon vier Stück. So, ich bin mal wieder link, weil ich mein Schwert so gern mag. Okay. Vier haben wir schon mal. Ich glaube, an den Feen kann man auch zählen, wie weit man eigentlich schon ist in den Dungeon. Okay, da vorne ist eine Tür. Ich denke, wir haben es soweit jetzt alles in diesem Raum. Wir machen mal durch die Tür. Okay, was gibt's hier? Ein Eisglatz mit so einer Blume dran. Okay, ich denke, hier sind auch wieder alle Fähigkeiten. Also alle. Okay, Pfeile sind auch immer nice. Und ich denke, wir müssen dann, dadurch, dass ich so viele Pfeile gekriegt habe, denke ich, müssen wir durch eine Fackel hindurch das Dienst da abfackeln. Okay. Bin ein bisschen lost gerade. Sie können versuchen, vielleicht das einzustellen, indem wir mit der Skorone mit voller Wucht da dagegen hauen. Okay, nee, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Weil wir frozen da ja immer ein. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Hä? War da nicht die Tür? Da ist die Tür. Ich dachte mir schon. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Ich denke, da gibt es noch mehr. Und ich habe jetzt einen Schlüssel. Die Schlüssel bringen dann meistens auch schon weiter. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe das Dings bekommen. Ich habe eine Fee bekommen aus der Truhe. Ich dachte, ich kriege da nur einen Schlüssel. Ich habe vergessen, dass es in diesem Spiel überall auch so Feenzeugs gibt. Und dass die einfach auch in Truhen sind. Alter, wie viele Räume es hier auch gibt. Okay, hier das sieht jetzt noch so ein Rätsel aus. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Nur ich vermute mal, ich muss sie jetzt erstmal rausziehen und dann muss ich mal schauen. Okay. Ich komme da hinten rein und es ist. Ich wette, da ist jetzt das Ding drin, der Kompass. Nein, hier ist ein Schlüssel. Okay, damit kann ich verschlossene Türen öffnen. Das ist auch mir was ganz was Neues. Ich denke, ich muss es noch hier vorne ziehen. Dann muss ich irgendwie von oben kommen und muss es halt dann darüber jumpen. Das ist so meine Idee, was ich damit jetzt vorhabe.
Falls man dafür eine Idee braucht, was man damit vorhat, das ist meine. So. Schieben wir das mal dahinter. Okay, aber ich sehe schon, wir müssen mal wieder einen kleinen Cut machen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das war richtig. Okay, da oben ist jetzt ein Schatz, da müssen wir irgendwie von oben hinkommen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Zelda Majora's Mask. Bis dahin. Tschüss.